Ja Leute, hi und herzlich willkommen zu Part 3 des Octodad Let's Plays. Und wie ihr schon seht, hier unten rechts. Aber ich habe meine Ellbogen gestoßen. Na, ist ja auch egal. Wie ihr schon seht, ich bin hier mit Webcam am Start, wie es gewünscht wurde. Zwar ein paar zu spät, aber hey. Und ja, ich habe die Deckkraft nicht ganz hoch eingestellt, damit man dahinter auch noch so ein bisschen was. So hier, seht ihr die. Was ist denn hier? Das Holzding. Oder hier oben, die Rutsche. Ja, auf jeden Fall kann man jetzt hier noch durchgucken und das ist vielleicht ganz in Ordnung so. Wenn nicht, lasst es mich wissen. Wir sollen den Garten jäten. Wo gibt's denn hier? Diese, also ich kann ja jetzt nicht die Schmetterlinge aus der Erde reißen. Doch, kann ich. Okay, dann kann ich es auch. Ich hab ihn auf dem Kopf. Kann ich mir die alle auf den Kopf setzen? Oh Gott, gib mir das. Hopp, hopp. Nein. Okay. Ist das hier der Garten vielleicht, den ich hier hätten soll? Da wachsen doch auch schon so. No! Oh, my flowers! Ja, nun stell dich mal nicht an, Kind. Ich mache hier deinen. Ne? Deinen Scheiß mache ich hier sauber. Hier, guck! Deinen Scheiß! Erstmal schön hier durch die Gegend flattern. Aiming. Aiming. Flatter. Rausziehen und die Alten an den Kopf werfen. Sauber. Dann nehmen wir das ja auch noch. Los, hoch und tschüss. Sauber. Jetzt vorsichtig über diesen. Bleib vorsichtig. Nein, nein, nein. Stopp. Ja. Ja, hier wollte ich stehen. In diesem Vogelwasserspende-Ding. Das war mein Plan. Ich schwöre. Fast. Also fast schwöre ich. Kann ich das ja auch über den Zaun werfen eigentlich? Shit! Oh! Entschuldigung! Ich hab bestimmt ein Auto getroffen. Naja, wir sind hier und jetzt hier noch so ein. Werfen wir auch noch über den Zaun. Shit! Okay, vielleicht auch nicht. Hacke Feuerholz. Wir hacken Feuerholz, meine Damen und Herren. Wir hacken Feuerholz. Oh, wo ist das denn nochmal? Hüpft er da? Hier unter der Rutsche durch ist vielleicht nicht. Eieiei, ist vielleicht nicht so geil. Können wir vielleicht mal um diese Rutsche drumherum. Oh, eine Wippe. Eine Wippe ist auch nicht gut. Oh, vielleicht hier. Feuerholz, Feuerholz, Feuer. Da sind wir doch. Wo ist denn das Problem? So. Nein. Feuerholz. Ja, das ist schon fertig gehackt. Dad, when you chop trees, do they feel pain? Geez, Stacy, dumb things like trees and animals don't feel pain. Ja, mit dem Ball geht das nicht. Wie ist das denn jetzt kaputt gegangen? Ach so. Das ist ja. Ja, gut. Vielleicht auch einfach mal im Real Life so übernehmen, das Holz hacken. So, Hacke. Gut. Achtung. Chihuahua. Punch. Okay. This one. Over here, please. Hoch. Yes. Oh nein, das Vogelhäuschen habe ich so stark an der Wing gehauen. Okay, ich rette das. Nein, da waren keine Eier drin, keine Sorge. Ups, halt, jetzt muss ich hier noch ein bisschen den Baum umarmen. So, und da sind wir auch schon wieder in der Breakdance-Rubrik. Heute am Start Octodad MC. Spring hier nochmal schnell über das rutschenähnliche kaputte Gedönsding. Und schon sind wir am Vogelhäuschen. Eben ist langsam hoch, meine Damen und Herren. Wenige Zentimeter trennen uns vom Ziel und. Und. Ich komme nicht rein. Doch, da hängt er! Oh Gott! Was ist das denn? Oh Gott! Was hat der auf dem Kopf? Das ist der Koch von dem, das der Jugendkind geredet hat. Oh. Ich kann ja die Zwerge ab. Ha! Fick dich! Honey, what's going on over there? Gar nichts. Hier war mal was, worauf ich aber nicht weiter eingehen möchte. Gar nichts. Jetzt noch mal kaputt. Anyway, I have a surprise for the whole family. Das ist gut. A free trip to the aquarium. I know you think aquariums are festering prisons of iniquity, but I've got to write an article for the paper. Can't you make an exception this time? Nö. For me? Nee. Er sagt auch noch nee. Groceries. We need to go to the grocery store.
We need things was like ist denn hier mit dem Sound cereal los? For the kids. Right, kids? But we already have cereal. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Ein Erleichterungsblubber. I want sports Johnson cereal and pizza and soda okay. And chocolate milk. And I want an apple. Ein Apfel kriegst du. Leute, ich gucke hier mal gerade nach dem Soundproblem. Irgendwie knackert das hier so ein bisschen. Wir melden uns gleich zurück und bis dahin gibt es einen kurzen Cut. Ja, meine Damen und Herren, wie es scheint, ist der Bug nur für mich zu hören. Ich habe da mal gerade ins Video reingehört und nochmal kurz eine Testaufnahme gemacht. Und ja, scheinbar ist es nur für mich zu hören, darum keine Gefahr hier für euch. Ich möchte diese Sonnenbrille jetzt bitte aufsetzen. Nein, die möchte ich gar nicht. Ich möchte die Sonnenbrille. I drink so much milk, I think I'm utterly in love. Utterly. Wie witzig. Ja, erstmal ein bisschen Facepalm hier. Ja, merkst du selber, ne? Wenn sich der Oktopus schon an die Stirn fasst, dann muss es auffallen. Naja, wir, Pizza wollten wir. Finde die Tiefkühlpizza. Hier ist die Tiefkühlpizza. Ist das Ding eingefroren oder was? Öffne dich. Rico, 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 Rico. No? Out of order. Our freezer section is all frozen up. We're working on getting it fixed, but we're sure at least one freezer door is working. Super. Wenigstens eine Tür geht. Why are all these freezers frozen? Kann ich hier reinmarschieren? Okay. Geh mal kurz auf. Oh, vielleicht muss ich die auch zumachen. Nein. Okay. Hätte ja sein können, dass das irgendwie hilft. Dann, ja, da drin hängt keine Pizza. Vielleicht machen wir erst was anderes. Nein! Seht ihr es? Okay, Leute. Denkt dran. So, da. Erinnert euch. In Part 1 dieses Let's Plays hat Lord Fifi unter dieses Video geschrieben, dass es eine Mischung aus Quop und Surgeon Simulator ist. Und jetzt schaut euch mal hinten an, was da in roten Buchstaben steht. Ich glaube, die haben es also auch selber gemerkt hier. Vielleicht können wir ja mit so einem, mit so einer Wurst. Mit so einer, Entschuldigung. Vielleicht lassen wir die Wurst hier liegen. Ich hätte damit nichts zu tun. Entschuldigung. See, when the red light on speaker is off, that means it's safe for me to talk about how we get our meat from... What? What is it? Oh, geez! What I was saying was, it's safe to talk about how we get our meat from... Nowhere. Gervisons. Alles klar. Makes sense to me. Milch, die ist es nicht. Guck mich nicht so scheel an, du Blöde. Hier! Ich habe eine Sonnenbrille auf, ich darf das. Vielleicht muss ich hier mal reintreten, um an den heranzukommen. Ah, hier. Sehr gut. Sollte jetzt hier auf Prüfen. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Gesicht treten. Picking up soda for the big game? Maybe for a big party? Only Gervisons has a soda city big enough to handle all your biggest events. Soda City. Muss ich den Flieger jetzt abwerfen da oben oder was? Ist das der Plan? Ich kann das. Hüt! Hüt! Okay, vielleicht klettern wir einfach wie Godzilla diesen Turm hoch. King Kong, Godzilla. Oh Gott. Das hoch. Nein? Ja. Leg den Fuß ab. Okay. Rechter Fuß. Hoch. Ja. 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 Our deli offers a variety of creatures that can be fried, barbecued, roasted and toasted. Stop on by. Oh, gib mir das. Yes! Das war gut. Das war sehr gut. Okay, Leute, wir haben schon mal. Wie viele Sachen haben wir denn? Oh, wir brauchen noch Tiefkühlpizza, Müsli, einen perfekten Apfel. Suchen wir den perfekten Apfel. So, wir kriechen hier vorsichtig lang. Da hinten, Apples. Oh. Da steht ein Mensch. I choose Gervisons because I can't get enough of Soda City. Hallo. I wish I lived in Soda City. Na? Keule, was geht so? Alles tight bei dir? Ich brauche hier nur diesen Apfel und dann gehe ich wieder.
Schade. So. Okay, danke fürs Gespräch. Ich gehe dann. Wir hier Tschüss. Upsala, hier ist noch was umgefallen. Destroy! Destroy! Hear that? Abazor action figures are back in stock by popular demand. Super. Da freue ich mich. I would get the new Abazor for my son, but I hear they promote robot violence. Oh. Nee, robot violence ist auch nicht gut. So, kann ich hier mit der Sonnenbrille das Tiefkühlfach einwerfen? Nee. Nochmal, vielleicht stärker. Okay, was geht hier? Movies. Stopp. Young Horses. Two and a Half Kevins. Wovon das wohl abgekupfert ist. Brauchen wir hier überhaupt was? Esperanza. Who the heck is Chris? Majo Brajo. Murphy's Law. Soul Creator. Billy. Billy, gib mir Billy. Nicht. Brainsuckers. From Neptune, natürlich. Sports Johnson. Shirtless Chefs. Ich glaube, wir gehen wieder. Okay, wo gibt's denn hier Müsli? Gibt's hier Müsli? The last Sports Johnson cereal. It is mine. I hope nobody steals it while I look over here. Das ist meins. Sie hat gesagt, hoffentlich klaut es keiner, während ich weggucke. Kannst du nicht mal weggucken, du blöde Tante? Heiner? Ich verdrehe mir hier nur die Beine. Guck doch mal weg. Muss ich mich jetzt hier wegbegeben? Ja. Okay. Wie kriegen wir sie denn da jetzt abgelenkt? Egal, wir gucken erstmal hier nach dieser Pizza. Die muss man doch bestimmt einfach irgendwas einwerfen oder so. Hallo, hallo, winke, winke, ich bin es. Hi, na, high five. Nein, okay, dann lass bleiben. War auch nur eine Idee. Ich fahre hier ein bisschen auf deinem Einkaufswagen mit. Dankeschön, reicht schon. Oh, jetzt. What are you doing? Gar nichts. Ich stehe hier nur. Was glaubst du denn, ey? Scheiße. What are you doing? Gar nichts. Ich habe hier nach diesem Glas geguckt, was ich dann umgeworfen habe. Mit Free Astro. Freelancer Astronaut. Ha! So wird's gemacht. So wird geklaut, Leute. Merkt euch das. Wenn er mal in den Laden geht. No, I need my, my kids need their sugary cereal fix. Was ist hier los? Es leckt. Es geht weiter. Okay, kann ich hier mal pingen? Ping. Busy, come back later. There will be octopus sushi rolls. Nee, das ist nicht so wichtig. Was haben wir hier noch? Nur die Tiefkühlpizza, okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen das Regal einwerfen. Oder mit irgendwas. Es ist hier tiefgefroren. Vielleicht kann man noch irgendwo die Kühlung ausschalten. Aber wo? Mal das Bein in der Luft halten. Nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein. This milk says it's packed with vitamin G. Oh, vielleicht hier mit einer Pickaxe. Pickaxe. Los. Damit gehen wir da jetzt hin und klatschen den Tiefkühler zusammen. Hüt, hüt. Wo ist denn die Pizza? Nein, 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 nein. Hier. Und. Moment. Moment, Timer. Hör. Schrei mich nicht an. Ich habe das Gefühl, dass es so nicht geht.
Do you work here? Ja, ich arbeite Ruf. Hier. Lass mich in Ruhe. Bitte. Oh, I'm sorry. Does anyone work here? Okay, Leute, hier machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Wir können jetzt nicht schon wieder hart überziehen hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet nicht so viele Soundbugs wie ich. Wenn doch, dann werde ich das wohl bis zur nächsten Folge behoben haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr es noch nicht habt, lasst ein Abo da, schreibt einen Comment. Nein. Lasst ein Abo da, macht ein Like, schreibt einen Kommentar. Das war ein Rhyme, das finde ich fein. Ich bin ein Pöt. Ha! Weiter geht's mit Part 4.